So, Lunge gefüllt, Kaffee steht da, passt alles. Das Pausebild ist weg, gut. Ich brauche Money. Ja. Job für Fortgeschrittene annehmen. Hallo? So, jetzt. Ach du Heimatland, was soll das denn sein? Wichtig, Fußböden, erster Eindruck, unwichtig, bevorzugte Möblierung. Aha. Böden, Hartholz oder Fliesen, was soll denn das werden? Eine Küche. Okay. Ja, Fließen, die Küche. Küchenspüle, Kühlschrank, Hocker, Abzugshaube, Wasserkocher, Mikrowelle, Wandlampe, Wandpflanze, Herd und Kühlschrank. Bevorzugte Möbel, Wanduhr, Wandpflanze. So eine riesen Küche wollen die haben? Ernsthaft? Das ist ja nicht mehr normal. So, können sie im Flur noch Schach spielen? Wände gelb oder grau? Ich würde tatsächlich die hier nehmen. So. Und für den Rest. Das passt nicht so wirklich. Naja, komm, ich wohne hier nicht drin. So, da haben wir noch eine ausgelassene. So. Küchenschrank. Okay, da fangen wir mal an. Wie viel habe ich denn überhaupt? Ich habe noch 5000 zur Verfügung. Kühlschrank wollen sie auch. Holen wir erstmal den. Und ein Herd. Da kriegt es den Gasherd. So. Abzugshaube auch noch gut. Dann geht's hiermit los. Mit der Spüle würde ich sagen. So. Passt. So, dann kommt der. Oh ja, natürlich passt das wieder nicht. Der Kühlschrank. Das ist eine fette Küche. Ein Hocker in der Küche, ja gut. Eine Mikrowelle. Abzugshaube. So. Wandlampe, Wandpflanze.
Hier. Da würde ich sogar. Haben wir hier sowas? Ich will gern einen Tisch haben. Der ist groß. Der auch. Mann, ich hätte gern so einen Bartisch. Kleiner Tisch, kleiner Tisch. Was wohnt denn hier drinnen? Eine Einzelperson. Da passt der eher. Hocker Hammer. Bin mal kurz weg, sagt zu mir, ja, alles gut. Könnte man tatsächlich die Wandlampe da anbringen? Eine Wandpflanze wollen sie noch. Da könnten wir sogar zwei anbringen. Eine Wanduhr. Mach mal die dort hin. Hätten wir eigentlich im Grunde schon alles. Und es bleibt noch was übrig. Können wir tatsächlich noch ein bisschen uns austoben. Hier sind die größeren Teppiche, genau. Ach du Heimatland, wie sieht das denn aus? Gab es die nicht auch mal in Rund irgendwie? Wasserkocher oder Toaster oder Mikrowelle. Die kriegen alles rein, ja. Und noch so einen altmodischen Toaster. So. Was ist das denn? Ein Pearl-Herd? Hey, das ist der teuer. Regenschirmständer, okay. Was ist das? Zimmerabtrennung. Ah, ich weiß ja nicht. Ist mir hier alles noch ein bisschen zu kalt tatsächlich. Das hier können wir noch machen. Was ist das? Eine Wanduhr.
Fettes Audiosystem. Ach komm, wir stellen hier noch so ein Baumarktregal rein. Und da eins hin. Und da eins hin. Bücher. Hallo? Ach, das geht nicht. Okay. Ja. Wie sieht's aus? 100%. Alter, alles klar. Job abschließen. Willst du mich verarschen? Komm, da sind Kochbücher drin, das gefällt dir. Okay. Kein extra Geld, schade eigentlich. Was ist denn das hier? Freischaltungsanforderungen erfüllt derzeit im Verkauf. Was? 255.000. Holy shit. Das wollte ich gar nicht. Da will ich hin. Okay, auf jeden Fall erstmal ein Bett. Und ich denke mal, das würde das ausreichen. Das Bett dahin machen. Könnten wir einen Kleiderschrank tatsächlich noch dahin zimmern? Die Heizung kommt ins Bad. Eine Sitzmöglichkeit. Noch 1400. Das da hinstellen. Den dahin. Ich brauche wieder Geld. Für den Fernseher reicht es natürlich mal wieder nicht aus. Ein Sofatisch. Wo ist
Ich habe die Raumabtrennung nicht mehr, doch. Ach du Heimatland, ne. Das Lämpchen schmeiß mal da mal hin. Wie Konsole. Willkommen zurück. Eine Future-Konsole. Fight Orange-Spiel. Dino-Hop-Spiel. Okay. Ne, ich brauche wieder Money. Ganz viel. Das da. Verlassene. Ihr scheint, ist die Wohnung jetzt bezugsfertig. Nein, ich will jetzt noch nichts machen. Was wollen die? Küche. Das ist schon wieder so ein Riesending. Ich habe 6000 zur Verfügung. Stein oder Hartholz? Oder Hartholz. Platz eigentlich im Moment Projekte, wo man mitmachen könnte. Aktuell tatsächlich nein. Ich habe halt zwei Minecraft-Projekte, wo ich mit einem Freund am Zocken bin, die ich auch regelmäßig streame, wenn die Kiddies nicht da sind. Und bei den guten Morgen-Streams, da spiele ich halt hauptsächlich immer Singleplayer-Games. Und geplant ist wirklich momentan nichts. Valheim, das endet demnächst. Da will ich so mit Folge 100 ungefähr aufhören. Und wir sind schon bei Folge, also ich habe bis Folge 92 schon fertig produziert. Ich weiß nicht mal, was nach Valheim kommt, also... Das entscheide ich dann wieder kurzfristig alles. Wände blau oder gelb? Dann nehme ich tatsächlich blau. Scheiße, oh, hat keiner gesehen. Das ist alles fertig. Kühlschrank, Herd, Küchenspüle, Küchenschrank, Hocker, Abzugshaube, Wasserkocher, Toaster oder Mikrowelle, Wandlampe, Wandpflanze. Gut, die kriegen auf jeden Fall irgendwie einen Tisch rein. Ich würde sagen, die Küche mache ich da an die Ecke. Wie viel haben wir noch? 4000 bevorzugte Möbel, Wanduhr, TV? Okay, ich fange mit was anderem an. Was ist? Was war das? Essenstisch hätte ich gerne. Der sieht scheiße aus. Wenn wir den hier hinstellen. Und dazu... Möbel, die passen. Könnten wir doch rein theoretisch. Dann habe ich kein Geld mehr. Scheiße.
dann habe ich tatsächlich kein Geld mehr. Boah, okay. Billigküche. So. So. Das da. Den könnte man sogar hier hinstellen. Dahin. Das dahin. Kühlschrank kommt hier in die Ecke, das reicht aus. Billig ist manchmal sogar besser als. Oh ja. So, Wasserkocher, Toaster oder Mikrowelle? Eine Mikrowelle und ein Wasserkocher. So. Eine Abzugshaube. Ich würde tatsächlich sagen, wir bauen hier nochmal so ein Ding ran. So. So. Hocker, Wandlampe, Wandpflanze. Da würde ich die dahin machen. Und jetzt habe ich noch 1000. Jetzt muss ich kalkulieren. Der kostet 200. Außer es geht um PCs oder PC-Teile. Ja, das stimmt. Das stimmt. Der kostet 200. $330, $390 müsste vollkommen ausreichen tatsächlich. Ja, und wenn es ausreicht, kommt ein Sturmgewehr mit an die Wand. Geil. Wo war denn jetzt da? Dahin. Steht der richtig rum? Ja. Mal den dahin machen. Den dorthin. 1, 2. Dann habe ich noch 971. Die wollen auf jeden Fall noch eine Wanduhr sehen. So. Und eine Wandlampe. Kostet 130. Moment. Ähm.
Und jetzt noch ein bisschen was für die Wände hier. Eins. Zwei. Ach komm, scheiß drauf. Hier wohnt ein Pärchen drin, das sage ich jetzt. Ist auch wieder eine Neonlampe. So, wie viel habe ich noch? 470. Was ist das? Regenschirmständer. Leben auf einem Boot Poster, Zombie Muffins Poster, ungenauer Treffer Poster, Hausflipper Poster, okay. Abenteuer der Quokkas Gemälde. Ach, das ist wieder zu teuer. Fluss im Winter Gemälde, Weg nach Hause Gemälde, Vase mit Narzissen Gemälde. Nee. Super Mafarmio Gemälde, Pixel Beach Gemälde, Deep Sea Octorok Gemälde. Ich würde tatsächlich das hier nutzen noch. So. 100% und immer abschließen. Und wehe, dir gefällt das nicht. Was ein Arsch. Was? Ein Sammler. Wow, die Hocker haben denen überhaupt nicht gefallen. Was soll denn das? Erster Eindruck, nur 2 Sterne. Aber okay, ich würde freiwillig nicht leben wollen. Genau, jetzt geht's hier weiter. Ja. Renovierungsstart. Ich bin ja noch nicht fertig. Ich habe 2400 Möbel. Hier. Fernseher. Das muss sein. Future-Konsole oder nehme ich die Wii-Konsole? Wir nehmen das da. Warte, sind das überhaupt die richtigen Spiele dafür? Ich hoffe es. So. Ansonsten hätte ich alles. Wir haben eine Sitzmöglichkeit, wir haben einen Tisch. Ein Bett, ein Kleiderschrank, ein Fernseher, Dusche, Waschbecken, Klo, Spüle, alles vorhanden. Dann kommt jetzt noch die Kackdeko. Das. Komm, wenn dann bist du mittig. So. Naja, nicht ganz mittig. Eine Pflanze noch. So.
ein Pixel Beach Bild und ein ja, Mario Bild. Verlassen so, ich würde jetzt gerne Tag der offenen Tür starten. Schöne 8K 3D-Fernseher mit Smartphone-Modul und Spracherkennung. Der ist mir dann doch ein bisschen zu teuer hier drinne. Ich weiß ja nicht, was hier für welche einziehen. Entwurf großartig, Wert 103.000. Nebenkosten, Heizung zentral, Elektrizität einsatzbereit. Fußboden 0. Größe 12 Quadratmeter. Ist ganz schön groß für eine Wohnung. Oder für, also, das sieht größer aus. 3 Räume. Boring Lane 12.1. Kostet mich 638 Dollar. Okay. Ganze Wohnung. Event Start. Beruf Fastfood-Angestellter, Persönlichkeitstyp Gamer. Alter 26. Was meinen die mit Fußboden? Meinen die damit den. Keine Ahnung, was die damit meinen. Hier. Das würde mich jetzt mal interessieren. Bisherige Mietverhältnisse, keine Mietverhältnisse. Okay. Scheiß drauf, die 200 habe ich auch noch. Keine Vorstrafe, Schulden null. Na dann, verhandeln. Fixkosten waren 638. Ich will. Wir fangen mal klein an mit 2100. Oh, mehr als vorher war. Komm, wir machen mal 1950. Ja. Können wir so machen. Nachrichten. Hey Ike, speicher besser meine Nummer, könnte in Zukunft von Nutzen sein. Grüße Cindy Rose. Elite-Verträge. Elite-Verträge sind einzigartige Jobs, mit denen du Zugang zu den prachtvollen Immobilien von Wondersville bekommst. Sie erhalten eine Reihe Unikate, die du auf legale Weise nicht bekommen kannst. Füge sie zu deinem Spielergang zu. Du kannst nur eine begrenzte Zeit, um diese. Du hast nur eine begrenzte Zeit, um diese Angebote anzunehmen. Du musst also schnell handeln, wenn du Lust auf etwas Besonderes hast. Okay. Ist das jetzt hier so ein Elite-Ding? Alter, was macht denn die? Rick ist aber. Okay, die spielt und Fernseh ist aus. Alles klar. Gut. Eine Marker in der Stadt. Erreicht die gesamte Jobbewertung 0 von 15. Fire! Fire! Was ist denn da los? ja, komm, ich schick meinen Onkel vorbei. Was hat denn die gemacht, dass die Viecher auftauchen? Hauptsache der grüne Dunst ist noch da. Babysitter-Jobs freigeschaltet. Neuer Jobtyp in der Job-App verfügbar. Okay.
So, jetzt muss ich mir die nicht mehr antun. Meine Jobs. Oh, Budget 13.000. Das muss in 9 Tagen erledigt sein. Das machen wir doch. Was haben wir denn? Renovierung starten. Reparieren. Repariert, einlagern. Reinigen. Also ich würde die Goldkiste auch so nehmen. Ja, manchmal glaube ich, dass die Spieleentwickler was genommen haben während ich... Ja, das auf jeden Fall. Ich bin halt auch noch auf der Suche nach einem ganz bestimmten Spiel. Da bist du Spieleentwickler und hast halt deine Firma, wo du Spiele entwickelst. Das ist so ähnlich aufgebaut wie das hier. Aber ich weiß einfach den Namen nicht. Da kannst du halt auch Räumlichkeiten kaufen, deine Angestellten verwalten, was die zum Beispiel programmieren sollen, wie das Spiel heißen soll. Tja. Okay, Opa, raus mit dir. 9 Tage. Renovieren. Fußboden, Hartholz. Das ist ja ein Schiff. Ist das Hartholz? Ja. So, Wände brauen. So, Hängematte. Hängematte. Boah. 1. Zwei. 3. Hallo. 4. Hammer. Die wollen Fässer haben. Kriegen sie natürlich. Scheiße, wo mach ich die hin? Eins. Zwei. Machen. Die eventuell dahin, dann können wir hier sogar noch ein paar große Fässer hinplacen. Da und da. Bootsdekoration. Halt mal hier einmal. Ich brauche einen Tisch. Ich brauche einen Tisch. Ich brauche einen Tisch. Was ist das überhaupt? Einfach nur ein Tisch, okay. Ich nehme den hier. Der passt tatsächlich hier richtig schön rein. So. Game Dev Tycoon. Oh, danke, danke. Da muss ich dann gleich mal nachgucken, ne? So. Ein Kompass. Eine Kerze, noch eine Kerze. Kann ich zufälligerweise auf so ein Fass einen Kompass legen? Cool. Staffelei, nee, braucht man nicht. So, wir hätten alles. Ich will aber noch ein Bild haben. Das da.
Torte mit hin und es kommt noch ein Stuhl mit hin. Der hier. Der sieht nice aus. Ey. So. Ich hätte jetzt noch 7 Tage Zeit, lull. Haben wir noch irgendwas? Jo, ich hab da noch was. Der passt überhaupt nicht rein, der auch nicht. Couchtisch. Mach mal das. Und das. Ach komm. So, fertig. 94% Job abschließen. Habt ihr dazu den Link einmal über Discord? Danke, danke. Muss ich heute wirklich mal nachgucken. Okay, das gefällt ihm. Das gefällt ihm auch. Sehr schön. Komm, ich will die Kohle haben. Nice! Wie fällt die Bewertung aus? Ja! Ich kriege eine Bonuszahlung von 1400! Geil! So muss es sein! Jetzt kann ich mir mal die Stadt hier teilweise angucken. Ja, so kann man wirklich leben. Nee, ist alles noch gesperrt. Ich komme nur hier rein. Was? 110.000 würde die mich kosten. Ach du. Was? Ja, nö, nix da. Zahl, ich hab Geld. Tag der offenen Tür, Jobs freigeschaltet. Neuer Jobtyp in der Job-App verfügbar. Finanzierungsanzeige freigeschalten. Klicke nun auf die Malungsoption. Die hat mich bezahlt, die Sau. Einkommen 9000, Ausgaben 600, Bilanz 8000. Ja. Aber. Mahnung Option. Wo gibt es denn hier eine Mahnungsoption? Ah, hier, verwalten. Geht 480 Schulden, ne? Zwei Monatsvertrag freigeschalten. Cool. Ja, jetzt müssen wir warten, bis sich die Troller meldet. Okay. Da ist sie doch schon. Sorry, ich werde mich sofort drum kümmern. Hoffentlich. Sobald wieder vorbei, Verkauf, schau bald wieder vorbei. Jobs. Ich will noch so einen Elite-Job haben. Annehmen. Da bin ich jetzt gespannt. Was?
war das denn gerade? Eik als Vermieter würde ich. Ach ja. Was? Das ist ein Klo. Nö, verschrotten. Ja, es kommt immer drauf an. Im Spiel ist man ja anders als wir im wahren Leben. Im wahren Leben kann man ja auch mit mir reden. So, verputzen. Jetzt bin ich gespannt, was wollen die hier alles reinhaben? Ach du Heimatland, was wollen die denn hier alles reinhaben? Keine Badsachen? Okay. Das ist dann easy. Oh. Böden Hartholz. Wand rot. Jo, das geht im Spiel nicht so leicht aus. Multiplayer, ja. Ein Sessel. Okay, ich fange damit an. Ich habe ja so viel Auswahl. Bloody Queen Sessel. Ach du Heimatland. Bürostuhl. Du musst mir helfen, bei dem Erdbeben wurden mehrere Rände beschädigt. Ich schicke jetzt einen Profi hin, der kann das alleine machen. Ein Sessel. So, den Hammer. Ein Tisch. Ich möchte nur einen ganz kleinen Tisch haben. Steht der mittig? Jetzt. Dann bewege ich den halt nochmal. So. Ach so, das war ein Erdbeben. Ich dachte eher, dass hier irgendwie daneben so eine Baufirma ist und irgendwas gemacht hat. Hallo, ich habe doch einen Tisch. Och, leck mich doch. Machen wir das so. Hier, komm, du kriegst einen Billigtisch rein. Das Ding hat nicht mal Fenster. So. Ein Herd, ein Kühlschrank, eine Wandlampe. Okay, da muss der tatsächlich da weg. So. Da baue ich dieses Küchenabteil dahinter. Wo soll man das denn alles? Ja, das frage ich mich auch gerade. Auf jeden Fall den Herd haben wir schon mal. Was ist das? Oh. Kompaktkühlschrank. Oh. Hohoho. Wandlampe, Regenschirmständer. Den hatte ich doch heute schon ein paar Mal gesehen. Der sieht ganz komisch aus. Den da, der so skurril aussieht. Ach du.
Stellen wir den dort hin. Ein Fernseher will auch noch. Wie viel habe ich noch? 6000? Also, mal ganz ehrlich, bei dem Fernseher lasse ich mich jetzt nicht humpen. So. Eine Fußmatte. So. Ach, ein Sofa will er auch noch. Und noch ein Sessel. Hä? Was soll das denn jetzt? Oh, was will denn die schon wieder? Gut. Was habe ich denn jetzt für einen Sessel genommen? Ich glaube, den da. Purple-Weinsessel. Es gibt kein passendes Sofa dazu. Wow. Ja, der hat auch gleich wieder Platz. Moment mal, wenn ich das mittig lasse. Passt der dann eventuell? Den da hinstellen. Kleidergestell. Kleidergestell, Kleidergestell, Kleidergestell. Dahin. Kleine Dekoration, Wanddeko, 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 Wanddeko. Bewegen. Nee, ich muss den da anstellen. So. Das dahin. Dann machen wir den dorthin. Können wir den eventuell... Schade. Ja, aber da passt er hin. Cool. Machen wir die da. Wobei, bewegen. Bewegen. Oh, Wandlampe. So. Das nervt. Kleine Dekoration. Wie viel habe ich noch? 3000. Der kriegt erstmal noch einen Sofatisch. Machen
machen wir erstmal Wanddeko. Wo war denn dieses Bild? Das war das, was man in der Vorschau gesehen hat. Was ist das denn? Dann bewegen wir dich halt noch ein bisschen zurück, so. Gut. Einmal ein Poster dahin. Und dann können wir die Wichstücher hier drauf machen. So. So. Ich habe hier gar nicht viel Wanddeko. Das ist ein bisschen seltsam. Was ist denn da der Unterschied jetzt? Okay. Was ist das denn? Da braucht es aber mehr als nur eine Packung für den Vorrat. Ja. Ich will auch nicht wissen, was der hier in diesem Kabuff ohne Fenster machen tut alles. Also, ich habe gerade das Geld für diesen Zeitraum überwiesen. Na, hoffentlich. Rockstar, dance.